Moin Moin heiße ich euch und willkommen zum Bundesliga-Tipp 14. Spieltag, zweite Liga. Die große Frage stellt sich natürlich, wer steigt auf und wer steigt ab? Zwei Teams sind definitiv weit unten, die müssen jetzt in diesem Jahr aufholen, sonst droht die dritte Liga und oben im Aufstiegskampf eng beieinander. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Los geht's mit meinen neuen Bundesliga-Tipps. Das Auftaktspiel dieses 14. Spieltag, es ist das Spiel zwischen den Würzburger Kickers und dem Karlsruher SC. Ja, bei Karlsruhe läuft es momentan eher nicht so gut. Im letzten Spiel gegen den Hamburger Sportverein, ja, dann doch knapp verloren. Man hätte kurz vor Ende des Spiels dann das Spiel doch noch auf ein 2-2 drehen können. Am Ende hat man eben knapp verloren und jetzt ist man wieder unten in der Tabelle. So schnell geht das momentan in Liga 2. Da bist du eine Phase lang gut, bist urplötzlich oben dabei und dann bist du eine Phase lang schlecht und bist wieder unten dabei. So beim Karlsruher SC in den letzten Spielen eher unerfolgreich gewesen. Man hatte auch halt viel Pech, jetzt auch wegen den Hamburger Sportverein. Bei den Würzburgern, die würden sich sehr wünschen, wenn sie da mal endlich von da unten wegkommen. Es läuft so überhaupt nicht bei den Würzburger Kickers. Ja, im letzten Spiel gegen die Darmstädter sind viele davon ausgegangen, dass das Spiel nicht stattfindet. Und es fand am Ende statt. Ja, es wurde auch Protest eingelegt. Die große Frage ist natürlich die, wird der stattgegeben oder nicht? Wie wird das grundsätzlich laufen? In diesem Spiel könnte es natürlich wichtig sein, für die Würzburger Punkte zu holen, denn unter der Woche spielen sie gegen St. Pauli das Nachholspiel. Welches Spiel man jetzt wichtiger nimmt oder mit wie viel Prozent man welches Spiel angeht, das ist eben die große Frage, auch in diesem Ding. Ich denke mal, dass die Würzburger dieses Spiel vielleicht nicht so hundertprozentig ernst nehmen wie gegen St. Pauli und am Ende verlieren sie knapp mit 2-1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem 1. FC Nürnberg. Ja, bei den Nürnbergern in letzter Zeit läuft es wieder positiv. Man ist oben weiter in der Tabelle nach oben geklettert. Genau, man ist weiter oben in der Tabelle. Große Frage natürlich, wie wird es gegen Heidenheim laufen? Denn die Heidenheimer haben eigentlich eine gute Serie gehabt. Und im letzten Spiel gegen Bochum knallhart auf den Boden gefallen, Fragezeichen. Aus meiner Sicht war es natürlich so, dass das Aluminium-Pech einfach auf Heidenheimer Seite war. Schon wie am Anfang der Saison, man hatte irgendwie, ja, Pech, man hatte einfach Pech. Es ist so viel schiefgegangen in diesem Spiel. Wenn das nicht schiefgegangen wäre, hätte man einen Punkt sogar holen können. Am Ende vielleicht ein 2-2. So ist man 0-3 untergegangen. Natürlich ist das enorm bitter. Jetzt gegen den 1. FC Nürnberg, die momentan so ein bisschen Glück haben. Am letzten Spiel auch gegen Erzgebirge Aue eigentlich das schlechtere Team waren, aber am Ende dann doch gewonnen haben. Wird natürlich so eine Prise Glückgeschichte zwischen diesen beiden Teams sein. Dementsprechend, ihr kennt das, ich habe keine Ahnung, was ich tippen soll, also 1-1. Das kann wirklich in alle Richtungen gehen. Heidenheim kann das Glück haben wieder, dass das alles wieder funktioniert, dann gewinnen die Heidenheimer oder es ist so, dass sie einfach das Pech haben und die Nürnberger das Glück, was sie die letzte Zeit hatten und dann gewinnt Nürnberg. Also es kann wirklich in dieser Partie alles Mögliche passieren. Schauen wir mal, wie es läuft. Das letzte Spiel des Samstages findet statt zwischen dem VfL Bochum und der Darmstadt 98, den Lilien. Wie wirst du jetzt dieses Spiel bewerten? Würzburg gegen Lilien, Darmstadt. Schwierig, es ist schwierig. Ne? Ich hatte ja schon gesagt, die Würzburger wollten eigentlich dieses Spiel nicht machen, weil Corona-Fälle, dies, das, was auch vollkommen nachvollziehbar ist. Aber trotzdem entschieden wurde, dass das Spiel stattfindet. Man hat so ein bisschen irgendwie gemerkt bei diesem Spiel, dass die Würzburger auch so ein bisschen auf die Verantwortlichen sauer waren. Das haben die Darmstädter perfekt ausgenutzt und haben das Spiel gewonnen. Jetzt gegen Bochum, die aber in letzter Zeit relativ gut drauf sind, die wieder oben mit im Aufstiegsrennen beziehungsweise sogar um den direkten Aufstiegsplatz mitspielen können, muss natürlich eine gute Leistung herhalten. Die große Frage, wird es eine gute Leistung sein oder nicht? Ich denke, am Ende wird der VfL Bochum durch Leistung gewinnen mit 2-1. Das nächste Spiel ist das erste Sonntagsspiel. Es ist das Spiel zwischen dem Hamburger Sportverein und Jahn Regensburg. Ja, was war los in Regensburg? Gefühlt Nebelschwarten bis zum geht nicht mehr. Klar, wenn man das sich im Fernsehen angeguckt hat, irgendwie aus meiner Sicht einige Spiele, die ähnlich so mit Nebel waren, hätte man auch nicht
anpfeifen können lassen dürfen. Ich sag nur so vierte Liga zum Beispiel. Da sind ähnliche Fälle gewesen, die ähnlich schlechte Sichten waren. Und am Ende hat man gesagt, nö, das Spiel lassen wir mal ausfallen. In dem Spiel hat man es nicht ausfallen lassen. Dementsprechend 0-0, weil wahrscheinlich die Spieler irgendwie nur die Hälfte gesehen haben. Also zumindest sah es danach aus, weil spielerisch war das eine Katastrophe von beiden Teams, von Hannover und von Jahn Regensburg, war ja gar nichts. Beim Hamburger Sportverein, habe ich ja eben schon gesagt, die Hamburger knapp gewonnen und am Ende dürfen sie sich auch an ihren Torwart einfach bedanken, dass der wirklich am Ende dann der rettende Sieger war. Man muss es so sagen, am Ende war Ulreich der rettende Sieger. Die große Frage ist natürlich, wie wird es gegen Jahn Regensburg laufen, die ja im letzten Spiel einfach eine katastrophale Partie gespielt haben, wahrscheinlich wegen dem Wetter. Ich denke, am Ende wird der Hamburger Sportverein gewinnen mit 1-0. Man darf nicht vergessen, wir sind jetzt in der kopflichen Rückrunde. Der Hamburger Sportverein ist ja oftmals so ein Team, was in der Rückrunde eher schwächelt. Ich denke schon, dass sie aber in diesem Spiel das Spiel gewinnen werden. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Erzgebirge Aue und der Eintracht aus Braunschweig. Bei den Braunschweigern in letzter Zeit ist wirklich eine Katastrophe bei den Braunschweigern. Auch im letzten Spiel wieder gegen Greuther Fürth. Also ich weiß nicht, was die Braunschweiger irgendwie moraltechnisch auf dem Feld zeigen momentan. Das ist, ja, als ob sie schon abgestiegen wären. Jetzt auch gegen Fürth. Das war, also ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, was los ist bei Braunschweig. Sie sind zwar momentan noch auf dem rettenden Ufer, weil St. Pauli und auch Würzburg momentan noch schlechter spielen. Aber wir haben das auch schon in der ersten Liga mit einigen Teams, die moraltechnisch momentan irgendwie gegen Boden gucken. Also da muss definitiv mal ein Erfolg her. Jetzt gegen Erzgebirge Aue wird es aber keinen Erfolg geben. Die Auer werden dieses Spiel relativ mühelos gewinnen mit 1-0. Ja, also es ist einfach eine Moralgeschichte und diese Moralgeschichte wird man in diesem Spiel merken. Aue wird dieses 1-0 über die Runden schaukeln. Ja, weil 1-0, wenn du 1-0 gewinnst, hast du auch 3 Punkte. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Holstein Kiel und dem VfL Osnabrück. Mein persönliches Topspiel. Ja, der ein oder andere mag wahrscheinlich sagen, so von wegen, warum um Himmels Willen sagt er immer mal, dass Kiel ein Topspiel für ihn ist. Es ist so, dass Holstein Kiel jetzt gegen den Angstgegner Osnabrück spielt. Tatsächlich, in der zweiten Liga gab es diese Partie schon einige Male und Osnabrück hat alle diese Partien gewonnen in der zweiten Liga. Die große Frage ist natürlich die, wie wird es denn jetzt laufen? Denn Osnabrück hat momentan so eine kleine Pechsträhne auch. Klar, in den letzten Spielen ja auch nicht so positiv gelaufen. Gegen Paderborn 1-0 verloren, mit roten Karten um sich geworfen hat der Schiedsrichter. Aber nun gut, das ist auch wieder eine andere Geschichte. Der eine oder andere wird sagen, ja, die 2 roten Karten waren definitiv verdient. Große Frage jetzt gegen Kiel, wie wird das da laufen? Angstgegner, Osnabrück, ne? Kiel, für die Kieler geht es ja darum, jetzt um die Meisterschaft, Tatsache, die können diese Saison Meister werden in der zweiten Liga und in die erste Liga hochsteigen, damit das erste Team aus Schleswig-Holstein sein, was in Bundesliga Nummer 1 spielt. Große Frage, wie wird das da laufen? Ich denke mal, dass die Kieler diesen Fluch besiegen können gegen Osnabrück und am Ende mit 2-1 gewinnen. Fluch besiegt und alles wird gut. Oder auch nicht. Das nächste Spiel ist ebenfalls am Sonntag. Es ist das Spiel zwischen Greuther Fürth und dem FC St. Pauli. Und ich hatte ja schon eben gesagt, St. Pauli ist ein Team, was auch momentan moraltechnisch katastrophal drauf ist. Im letzten Spiel auch schon wieder gegen Fortuna Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon kopftechnisch irgendwie in Liga 3 sind, aber momentan sieht es danach aus. St. Pauli spielt irgendwie so, als ob sie schon abgestiegen wären. Wir sind am 14. Spieltag oder besser gesagt am 13. Also so früh vielleicht sich da jetzt den Kopf in den Sand schmeißen. Ich weiß nicht, ob das Richtige ist. Jetzt geht's gegen Greuther Fürth, die um den Aufstieg spielen. Die wollen nach oben. Und ja, St. Pauli ist wahrscheinlich ein sehr wohlgesonnener Gegner in der Hinsicht. Man holt diese Punkte relativ leicht am Ende mit 2-0. Klar, die Fürther haben in letzter Zeit auswärts viel mehr Punkte geholt als zu Hause, aber dennoch für St. Pauli momentan wahrscheinlich nicht der richtige Gegner. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Hannover 96 und dem SV Sandhausen.
Ja, bei den Sandhäuser, ja, auswärts in letzter Zeit ist Schießbude. Man muss es so sagen. Also, wenn man irgendwo in der Fremde ist, wird man von allen Seiten beballert und irgendwie verliert man die Spiele haushoch. Jetzt geht's gegen Hannover, das heimstarke Hannover. Also, ich glaube, man braucht nicht großartig irgendwie Wissenschaft da bei mir studiert haben, wenn man jetzt irgendwie, dass ich hier meinen Tipp erraten möchte. Natürlich tippe ich auf Hannover und natürlich auf einen deutlichen Sieg. Hannover gewinnt mit 3:0. Ja, die Heimstärke von Hannover wird sich definitiv auszeichnen, die Auswärtsschwäche von Sandhausen ebenfalls. Das nächste und letzte Spiel, was wieder am Montag stattfinden wird, das ist das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn. Bei den Paderbornern, ja, Achterbahnmodus immer noch aktiviert. Im letzten Spiel gegen Osnabrück 1:0 gewonnen. Ein 1:0, wo man sagte, okay, man war in Überzahl, es ist alles gut gelaufen. So muss es eigentlich auch heißen. Denn eigentlich hätte man dieses Spiel ein gutes 0:0 nennen können. Am Ende hat man eben den Lucky Punch gesetzt und am Ende die 3 Punkte geholt. Jetzt geht's gegen Fortuna Düsseldorf, die in letzter Zeit positive Energie getankt haben, positive Ergebnisse geholt haben, aus dem Abstiegskampf raus sind und urplötzlich oben im Aufstiegskampf dabei sind. Das ist eben das Interessante in dieser zweiten Liga aktuell. Es kann alles passieren. Du kannst von unten nach oben kommen. Na, Karlsruhe hat das auch hingekriegt. Andersrum, das kann natürlich auch wieder in die andere Richtung kippen. Also die Düsseldorfer müssen da vorsichtig sein, ihre Leistungen weiterhin beibehalten. Dann könnte es was vielleicht mit den oberen Plätzen werden. In dieser Partie kann wirklich auch wieder alles Mögliche passieren. Dementsprechend tippe ich auf ein 1:1 unentschieden. Das waren meine Tipps für diesen 14. Spieltag. Ihr könnt eure Tipps natürlich in der Tipprunde abgeben und in den Kommentaren. Und wir sehen uns hoffentlich dann zum nächsten Tipp wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, ja, dann halt nicht. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao.